Das Schiff knarscht. Ist nicht wahr? Ja, es war ganz bestimmt Kairi. Ich habe sie endlich gefunden. Na schön. Ja, dann gehen wir mal hoch und reden mit ihr. Ja. Schön. Okay, aber schwierig. Mutter von mir. Oh, Entschuldigung. Na schön. Na, wie geht's? Ihr wollt hier raus, hä? Wer bist du? Ich bin die Antwort auf eure Gebete. Also gut, bitte, wie ihr wollt. Du sitzt doch hier auch fest, oder nicht? Ha, nein, ich warte nur auf jemanden. Auf wen? Naseweiß, wo warst du so lange? Gut gemacht. Du hast also Wendy gefunden? Warte, da war noch ein Mädchen, sagst du? Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall lasse ich Wendy im Stich. Aha! Sie ist ziemlich eifersüchtig. Komm schon, Naseweiß. Mach die Tür auf. Ich bin Peter Pan. Ich bin Sora. Okay, wir sitzen im selben Boot, aber nur bis wir Wendy finden. Ja, Wendy hin, Wendy her. Wir machen auch gleich unsere Wendy, unsere Wende. Ha, ha, ha. Was für ein lahmer Witz. Und wir tauschen Goofy gegen Peter Pan, damit ihr ihn auch gleich beim Kampf erleben könnt. Wie ihr seht, er kann fliegen. Ist klar, er kann ja auch so fliegen. Aber, liebe Leute, wir bekommen hier natürlich auch noch ein weiteres Gruppen-Ability dazu. Welches könnte es wohl sein? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ihr werdet sehen, liebe Leute. Wir verlassen jetzt auf jeden Fall unseren Gefangenenraum, unser Gefängnis. Und kämpfen jetzt gegen eine neue Art von Herzlosen, die übrigens auch meine Lieblingsherzlosen sind. Nämlich die Piraten. Piratenherzlosen. Und gegen diesen Schatten Sora. Checkpunkte 150, cool. Ja, habe ich damals, wo ich das privat gespielt habe, habe ich zu gerne trainiert, weil die bringen schön viele Punkte, wie ihr seht. 28 Punkte mal eben. Das ist echt eine Hausnummer. Ich will hoch. Ich komme nicht hoch. Super. So, okay. Peter Pan hat den ganzen Spaß und wir hängen hinterher. Super. So, jetzt haben wir. Okay. Den haben wir erwischt. So, Donald ist hier. Kamera spackt rum. Ist leider ein kleiner Nachteil an dieser Welt. Hier spackt nämlich besonders gerne und schnell die Kamera rum. Leider, weil das Schiff ist ja nicht gerade sehr geräumig, sag ich mal so. Aber das hatten ja Segelschiffe damals insgesamt an sich. Dass sie nicht sehr geräumig waren. Wir müssen hier hoch. Echt? Nö. Okay, wo müssen wir dann hin? Scheiße, da müssen wir hin. Ja, es ist schlimm, wenn man das schon länger... Uah! Hilfe! Oh. Scheiße. Jetzt sind wir im Lagerraum. Ein sehr interessanter Lagerraum, der übrigens gefühlt wird. Da haben wir schon wieder diesen Schattenzora. Aua. Der übrigens auch fliegen kann, wie ihr seht. Wir kümmern uns aber erstmal um die Herzlosen, sprich den den Piraten und den Schattenlord of Us, die inzwischen 8 Punkte bringen. Also ihr erinnert euch, am Anfang des Spiels haben sie noch 1 Punkt gebracht, jetzt bringen sie uns inzwischen 8 Punkte. Also 8 einfache Schattenlurche aus dem Anfang bringen uns jetzt 8, bringen uns jetzt mal eben, ja, diese Punkte. Ich rede wirr, ich weiß, es tut mir leid. Oh. Hier gibt es übrigens auch einen Schlüsselanhänger, den ich nicht sonderlich mag. Liegt aber nicht daran, weil er schwach ist, im ganzen Gegenteil, sondern aufgrund seines Aussehens. Aber Aussehen ist ja eigentlich schwierig. So. Oh, Donald hat einen Zeitzauber angewandt. Ihr seht jetzt, der eine Schatten durch ist in der Zeit gefangen. Er kann sich jetzt erstmal nicht mehr bewegen, genauso wie der. Ihr seht, wir können auch einkloppen, wie die bekloppen. Es passiert rein gar nichts. Zumindest so lange die Zeit angehalten ist. So. Gut. Da kommen wir, Pirat. Meute Reue, oder was ist los?
muss Captain Viper Fenmover wieder eingreifen, hä? Beziehungsweise Captain Lars. Wie ich inzwischen herzhaft von Rimnia einmal genannt wurde. Fand ich auch sehr toll, wie er mich deswegen so genannt hat, weil er ja mein Pirates-Projekt geguckt hat. Wo es bestimmt auch irgendwann mal ein Replay zu geben wird. Wann genau, weiß ich aber noch nicht. Also, ich möchte auch noch keine Versprechen deswegen abgeben. Weil bis dato wird es sicherlich noch eine gewisse Zeit dauern. So. Ja, das ist so eine Eigenschaft, die sie so ein bisschen mit dem Wüstenräuber teilen. Wenn die Piraten nämlich diesen Schwerttanz durchführen, dann hören, machen sie so lange weiter, bis sie jemanden erwischen. Ist also. Oh. Aber ich glaube, sie werfen mit ihren Säbeln nicht rum. Die behalten sie immer bei sich. So, war das alles? War das schon alles? Ja, das war alles. Gibt es ja eigentlich noch Truhen irgendwie, die wir öffnen können? Wie gesagt, die Kamera spackt hier jetzt gerade ordentlich rum. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber hier ist nichts mehr kameratechnisch. Okay, dann können wir... kameratechnisch. Kistentechnisch. Das heißt, wir können jetzt getrost... Hallo? Hochgehen. Da, okay. So. Wir sind jetzt aus dem Laderaum wieder raus quasi. Und Cutscene. So, wieso kannst du fliegen? Jeder kann fliegen. Wollt ihr es mal versuchen? Oh, bist du immer noch böse Naseweiß? Hier, ein bisschen Feenglanz. So, jetzt kannst du fliegen. Das war ein bisschen unglücklich, Donald, würde ich mal sagen. Was? Wendy gehört nicht zu den Auserwählten? Offenbar gibt es nur 7. Und Malefit sagt, sie gehört nicht dazu. So schnell wie möglich Anker lichten. Und alles an Ballast abwerfen, inklusive ihr. Nach dem ganzen Theater, das wir hatten? Und warum diese 7? Was hat Malefit da überhaupt vor? Wer weiß. Solange ich Kairis Herz zurückgewinnen kann, ist mir alles egal. Du verschwendest nur deine Zeit. Das Herz des Mädchens haben die Herzlosen verschlungen. Es ist für immer verloren, darauf wette ich meine zweite Hand. Ich werde es finden, egal wie. Captain? Was? Die Gefangenen sind entkommen. Aber schlimmer noch, Peter Pan ist bei ihnen. Verdammt sei dieser Peter Pan. Nun gut, denn bringen Sie mir die Geisel in meine Kabine, Schmie. Aber Dali. Ja. Rico ist also wirklich auf die Seite der Herzlosen übergegangen. Was ist Naseweiß? Peter? Peter Pan? Wendy! Schnell, beeil dich! Die Piraten kommen! Was? Ich bin gleich bei dir. Sekunde Geduld. Wendy? Ja? Ist bei dir da oben noch ein Mädchen? Ja, wieso? Aber ich glaube, sie schläft. Sie machte bisher keinen Mucks. Kairi? Kairi! Los, schnell nach oben! Hörte sich alles andere als gesund an. Mal gucken, ob wir die öffnen können. Anti-Zeck-Gummi, Bestand voll. Ja, danke. Ich hasse das mit diesen Gummis. Also mit den Gummis für den Gummijet. Nichts falsch verstehen, liebe Leute. Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ich weiß es ja nicht. Wendy, bist du da drin? Nee, Peer, ich mache jetzt gerade Pause. Als ob sie antworten würde, wenn sie nicht da wäre. Also, naja, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir schleichen uns durch das Schiff.
speichern kurz mal in der Kabine, in der Wendy zuvor war, zusammen mit Kairi. Wir haben Kairi zwar wiedergefunden, aber ja, sie macht einen leicht, ja, ich will nicht sagen toten Einfluss, aber sie wirkt nicht so ganz lebendig, sagen wir es mal so. Und ich sehe gerade, wir müssen einmal das Gruppenmitglied tauschen. Das passt mir sowieso ganz gut. Weil hier gibt es nämlich ein grünes Trio-Deck, das wichtig ist zum Weiterkommen. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Damit ist die Leiter freigegeben und wir können hoch, wenn Goofy mal aus dem Weg geht. Vielen Dank. So. Das heißt, eine weitere Katze. Rico, warte! Ja, wir kämpfen jetzt gegen uns selber, liebe Leute. Ihr seht richtig. Wir kämpfen gegen Anti-Sora. So heißt dieser Boss. Und ja, es ist ein Boss. Boah, das kennt ihr anhand der Musik. Kriegt einen Schattenschlüsselanhänger. Also praktisch den Königsanhänger nur in der Dunkelheitsausgabe. Wie ihr seht, er macht auch dieselben Reaktionen wie der echte. Ah, da ist der echte, ja. Wie ihr seht, hat er auch ähnliche Fähigkeiten wie die Schattenlurche. Er kann durch den Boden schleichen, sich dabei teilweise sogar noch klonen. Also ich nenne es zumindest das Klonen, auch wenn es vielleicht kein Klonen ist. Alter. Und ihr merkt auch, er richtet ordentlich Schaden an. Wie ich schon gesagt hatte, die Bosse werden ab jetzt härter. Und dieser Boss gehört dazu. Das hatte ich damals für Schwierigkeiten gehabt, gegen den blöden Kerl anzukommen. Also ich glaube, auf Profi ist er auch richtig übel. Sag ich jetzt mal so. Alter. Junge. Oh, eine Kuh. Die können wir jetzt aber noch nicht mitnehmen, weil wir jetzt müssen wir uns erstmal um Anti-Sora kümmern. Ja, schön. Ich glaube, wir wurden gerade doppelt geheilt. Hey, 39 Punkte. Ja, cool. Oh, oh. Nee, doch nicht. Oh. Er hat nämlich noch eine ganz fiese Attacke drauf. Die dürfte er jetzt auch bald kommen. Ja, unter anderem die. Er ist nämlich eine ganz hinterhältige Sau. Und kann sich teilweise unsichtbar machen und kommt dann wie aus dem Nichts. Oder macht es so. Ja, oder er kommt aus dem Boden einfach mal. Kommt alles vor. Also ihr merkt, er ist richtig fies drauf. Jetzt kommen sogar noch seine Klone mit ins Spiel. Auch das noch. Oh. So. Hat er sich schon wieder geklont. Ich glaube, derjenige, der gerade am meisten Schaden verursacht hat, sind wir. Ich heile mich kurz mal. Ah, oh, danke für das Äther. Beziehungsweise, es war kein Äther, das war sein Ability. Was übrigens sehr gut ist, also dieses Ability solltet ihr Goofy unbedingt ausstatten, weil ihr seht, es kann echt retten. Oh. Alter. Junge, du hast aber einen Schlag, so. Er latscht ganz normal rum, als wäre gar nichts. Das war schon wie ein Klon. Da ist er. Den wollen wir haben. Komm her, du Arsch. Oh. Na komm. Schlüssel in den Arsch schieben und dann geht das schon. Ja, wir erledigen erstmal die Klone, die ja leicht zu erledigen sind, wie ihr seht. Aber trotzdem auch gleichzeitig ordentlich Schaden anrichten können. Oh, oh. Seine Schattenattacke, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, er verwendet sie sehr gerne. Ich weiß nicht, wie oft er sie auf schwer auf Profi verwendet, aber bestimmt besonders oft. Oh, na komm schon! Oh, oh. Ja, Pech gehabt. Ausweichen! Oh. Du Sack! Du Sackfalte, ich krieg dich noch. Oh, oh. Danke, Donald. Er ist aber fast am Ende, wie ihr seht. Sein Lebensbalken ist ziemlich klein geworden. Boah. Ich
will gar nicht wissen, wie oft wir uns jetzt schon heilen mussten. Abwehrkraft und tragbare Accessoires für uns und Angriffskraft für Donald. Und wir haben ihn besiegt.